So Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Together zusammen mit The Vardrag und bei mir auch willkommen auf meinem Channel. Ja, wir haben gesagt, Magica 2, sobald es rauskommt, leider heute noch ein wenig später, da es erst spät freigeschalten wurde und wir es erst runterladen mussten und so. Ja, wir sind sozusagen jetzt direkt vor dem Veröffentlichen sind wir am Aufnehmen, also gar nicht so allzu fern in der Zukunft. Genau, ihr seht das jetzt gleich. Ja, dieses Spiel, Magica 2, wir wissen noch nicht, was auf uns zukommt, außer sehr viel Spaß, was wir so aus den Trailern gesehen haben. Ja, ja, wir gucken uns erstmal hier um. Es gibt Hauptmenü Abenteuer, Herausforderungen und Einstellungen. Die Einstellungen haben wir schon so gemacht. Mal gucken, ob das so klappt. Ja, wir sind durch die Einstellungen mal durchgegangen. Und dann gibt es hier sowas wie Werte und Ausrüstung, das haben wir schon gesehen. Und verlassen, bei mir gibt es noch verlassen. Verlassen, ja. Bei mir steht unten Escape zurück, die ganze Zeit. Achso, ja, nee, ich habe in den Werte-Ausrüstung-Ding noch verlassen. Achso, ja, Werte und Ausrüstung. Werte, seht ihr, werden Tode, besiegte Gegner, getötete Freunde. Das wird, also wie oft ich Gladi umgebracht habe. Wird sehr witzig sein. Tödliche Unfälle, Suizide, sehr schön. wir nehmen jetzt noch Wetten an, bei wem von uns die höhere Zahl an den einzelnen Punkten steht. Okay, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ja. Gesamtschaden und Heilung insgesamt. Wir gucken da nicht jede Folge rein, sondern erst am Ende des Let's Plays werden wir da reingucken. Auf jeden Fall. Das heißt, ihr habt bis zur letzten Folge Zeit, immer wieder eure... Also entweder ihr zählt halt mit oder ihr schreibt eure Tipps oder so. Aber die Tipps unter dem ersten Video, die vor dem zweiten Video schon drin stehen, die zählen natürlich nur für die Gewinne, für den Lostopf. Und dann haben wir hier noch Ausrüstung, mal reingucken. Ah, hier können wir die Roben auswählen. Ich muss erstmal hier zurückkommen irgendwie. Ah, da zurück. Genau, hier können wir die Roben auswählen. Ihr seht, es gibt die Schnabeltierrobe, eine Robe für den alltäglichen Gebrauch für den engagierten Zauberer, beinhaltet einen warmen Umhang. Das habe ich auch mal kurz ausgewählt. Und eine schützende Kappe, die den Träger vor Sonneneinstrahlung schützt. Eine Kultistenrobe, direkt daneben. Kult, ja, der jüngst in Ausmund entstanden ist, doch erscheinen bis zu 4 Zauberer und bliesen den Kultisten das Licht aus. Die Roben wurden verteilt. Schützt gut vor Todesschaden, verminderte Heilwirkung von Lebenszaubern, leicht erhöhtes Bewegungstempo. Todesschaden? Also das hatten wir bis jetzt in der letzten Folge, letzten Naja, Tag, wahrscheinlich tot. Das ist so eine Überattacken. Ich weiß ja nicht. Mal schauen. Dann gibt es eine Rektorenrobe. Dieses köstliche Gewebe wurde von den größten Zauberern aller Zeiten getragen, den Rektoren von Aldereheim. Bart und Halterung inbegriffen. Bewirkt ja eigentlich gar nichts, ist aber aus echtem Velour. So, die zweite... haben wir im ersten Spiel schon gesehen. Genau, die zweite Zeile darfst du vorlesen. Die zweite Zeile haben wir hier ganz links, die Drachenrüstung des Kriegsfürsten. Diese Rüstung stammt aus einem Reich, das ewigen Konflikten zum Opfer fiel. Hinten trägt sie die Trophäen eines erlegten Drachen, abgeschnittene Zehennägel, immerhin. Schützt gegen alle Schadensarten, verminderte Heilwirkung von Lebenszaubern, erheblich vermindertes Bewegungstempo. Wie kommt, wenn ich das mal so sagen darf, wahrscheinlich aus hier Dark Souls. Ja, aber übrigens hast du eine ganze Zeile und schränkt die Bewegung ein, ausgelassen, oder? Habe ich nicht zugehört. Erheblich vermindertes Bewegungstempo, ganz unten. Nein. Du hast die dritte Zeile einfach ausgelassen. Du hast gesagt, den ewigen Konflikten zum Opfer steht ja viel, unten nochmal drin. Sie. Ist kein Problem. Und dann haben wir noch? Und dann haben wir noch klassisch die Robe des Zauberers. Was anderes braucht man noch? Was anderes braucht man noch immer nicht? Klassisch und extrem komfortabel. Okay, ich denke, wir dürfen uns aussuchen. Also ich würde gerne die Drachenrüstung spielen. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, dass du die spielst. Ich schwanke gerade noch zwischen der Schnabeltierrobe und der Rektorenrobe. Aber also, ich glaube, ich werde... Du möchtest also eine ohne Boni nehmen und bist mir nicht böse, wenn ich eine Boni-Rüstung nehme? Nee, bin ich ja nicht böse, aber ich weiß nicht, verminderte Heilwirkung von... Ach was, ich nehme die Kultisten. Okay, chaotisch, neutral oder gesetzestreu als Stimme. Aha. Wir nehmen natürlich gesetzestreu. Dann gibt es da oben irgendwie Designs. Ah, das sind die Farbdesigns. Halt doch mal deinen Mund. Ich muss die Stimmen durchgehen. Chaotisch. Neutral. Und Gesetzestreu. Und Arnold. Ich nehme Arnold. Es gibt Arnold? Ganz nach links. Vom Gesetzestreu nach links. Helmerbach! Ah, man kann die Robe auch drehen in dem Dings. Ah, siehst du mal. Ha, cool. Sehr schön. Okay, die Designs. Ich habe Pfefferminz, Kirschkompott oder Grün. Traubenmilette oder Grün. Kirschkompott klingt doch gut.
Es gibt leider jetzt hier keine. Wir haben übrigens 5 Minuten bis, nur für die Auswahl bisher, ne? Ja, ja, das ist also Leute, das, so. Die erste Folge wird etwas langweiliger als die nächsten, denke ich mal. Nimmst du wieder grün? Ich nehme Pfefferminz-Kirschkompott. Gut, dann nehme ich grün diesmal, weil es sieht bei meiner, glaube ich, besser aus. Gibt's bei dir nur auch nur die beiden Auswahlen? Nee, bei mir gibt's Traubenviolett oder grün, also Standard oder grün. Ach so. Vielleicht finden wir die anderen Farben noch im Spiel. Das weil Magica macht ja viel mit Freischalten und so weiter. So, Stäbe. Es gibt verschiedene Stäbe. Ah, genau, hier kommen die Stabsbohnen dazu. Wow. Schnabeltierstab, geschaffen von der Allianz, der gegensätzlichen Entertainment-Macher, soll dieser Stab die größten aller Zauberer in Midgard vereinen. Kann aber anscheinend nichts weiter. Rektorenstab verbessert alles um exakt 1%. Geil. Ich glaube, ich weiß, was ich nehme. Mhm. Epischer Kristallstab, Fokus? Ein mächtiger Juwel voll reiner Energie. An der Spitze eines abgefeimten Metallstabes. Mann, oh Mann. Enormer Bonus zu Kälte- und Eiszaubern schwächt Feuer- und Dampfzauber erheblich ab. Beschleunigt die Fokusregeneration erheblich. Was Fokus, ich habe gerade überlegt, ist Fokus vielleicht dieses Rechtsklick und dann dieser Windstoß, ob das Fokus ist? Entweder das oder es ist ähnlich wie bei anderen Spielen, dass du halt erst so einen großen Radius hast, der sich dann umso länger du in eine Richtung zielst, verengt. Okay, da müssen wir mal gucken. Und wir haben noch den Stab, der Ionenstab unbekannter Herkunft, wurde an einer Küste gefunden. Der Schaft ist mit Seegras bedeckt. Wer in die Kugel schaut, verliert üblicherweise den Verstand. Bonus zu Todeszaubern, schwächt Lebenszauber, beschleunigte Fokusregeneration. Das ist auch so ein Palantir. Was sind denn die Todeszauber? Ich weiß es nicht. Ah, ich glaube, ich weiß. Die haben doch immer diesen schwarzen Strahl. Irgendwer meinte was, dass das ausgetauscht wurde gegenüber Arkan, dass das jetzt Todeszauber oder sowas ist. Das kann sein. Das könnte das sein. Also ich nehme den Rektorenstab. Alles um 1% verbessert, kann nur gut sein. Ja, ist besser als der Zaubererstab. Haben wir den noch schon vorgelesen? Nee. Dieser perfekt ausbalancierte Stab erlaubt das Kanalisieren von Zaubern in alle Richtungen. Aus irgendeinem Grund nur nicht nach oben. Ja, das ist irgendwie schade. So, und dann haben wir noch Waffen. Aber es sind alles nur Schwerter. Waffen. Mit einem geringeren Todesschaden, mittlerer körperlicher Schaden, mittlerer physischer Schaden. Körperlich und physisch, was ist denn da der Unterschied? Keine Ahnung. Ich gehe da jetzt nur schnell durch. Niederschlag, mittlerer physischer Schaden. Der Seelenkrasch sieht ja cool aus. Habe ich auch gerade gedacht. Der passt vor allen Dingen super zu meiner Rüstung, den nehme ich natürlich. Todesschaden. So, damit haben wir alles durch, was wir hier erstmal... Ich glaube, ich nehme auch dieses coole Schwert. Was wir hier erstmal aussuchen konnten. Das heißt, wir gehen zurück. Jo. Und ich klicke mal auf Abenteuer. Ja, Wartrag steht da unten ja drin, ihr seht es. Ich hoffe, dass das jetzt alles klappt. Kapitel 1. Spielerstellen. Prolog. Fee, belebt euch wieder, wenn ihr sterbt. Startest du schon? Grubenchef, du musst mal gucken, ob du bei mir rein kannst. Murray, verstärkt den Schaden. Oh, wir können hier einen Begleiter auswählen. Wie cool ist das denn? Also Fee, belebt euch wieder, wenn ihr sterbt. Ich kann nichts machen. Hier steht freier Platz. Ich würde gerne bei dir mitmachen. Kannst du nicht einfach? Warte mal, ich habe Spieler stellt. Du kannst zu Freunden stoßen. Wo? Oben steht, wenn du bist du auf Kampagne gegangen? Nein, das kann ich nicht anklicken. Ich kann Fortsetzen und Abenteuer nicht anklicken. Was kannst du dann anklicken? Einstellungen. Nur? Ja, ich gehe mal. Nee, nicht Spiel beenden. Ich verlasse mal das Spiel. Ich werde dich mal entfernen, genau. Und jetzt gucken wir, ob da jetzt steht. Kannst du jetzt Abenteuer? Abenteuer und zu Freunden stoßen. Genau. So, also ich gucke mal, ob das klappt. Freundesliste wird aktualisiert. Ah, da, ja. So, da ist Wartrag. Okay, dann wird das wahrscheinlich noch her. Dann wird er wahrscheinlich nach hier. Grubenchef verstärkt zufällig ausgewählte Elemente und belebt euch wieder. Hast du schon wieder gestartet? Murray, nein. Verstärkt den Schaden, wenn ihr Gegner getötet habt und belebt euch wieder. Wir können irgendwie einen Begleiter auswählen. Ja, ich nicht. Grubenchef oder Murray? Verstärkt Schaden, wenn ihr Gegner getötet habt oder verstärkt zufällig ausgewählte Elemente? Nee, dann mach lieber das Erste. Zufällig irgendwelche Elemente verstärken ist, glaube ich, ziemlich random. Okay, wir spielen... Es gibt... Moment. Was? Normal? Schwierig? Gibt es da noch Fokusregeneration? Okay. Und dann gibt es noch Banane. Bananen. Ernsthaft? Nee, Bananen wirst du wahrscheinlich das Tutorial überspringen. Das war doch im ersten Spiel auch so. Bananen ist hier die höchste Schwierigkeitsstufe. Ich glaube nicht, dass wir die höchste Schwierigkeitsstufe... Nee, die höchste nicht. Individuelle Artefakte werden noch, aber
Das ist höher als schwierig. Wir spielen natürlich erstmal auf normal, weil wir kennen ja. Ja, ich glaube auch. Fürs erste Mal durchspielen. So. Ah, jetzt. Genau. Warten auf Clients. Wirkt zu Testzwecken ein Schild und drei Wasserelemente auf euch. Ihr seid nun gegen die Wirkung des Elements Wasser geschützt, also vor seiner Schubkraft und dem Nassstatus. Beschwört ein Wasser- und ein Kälteelement und ihr haltet Eis. So. Oh, man kann nicht mehr weggeschubst werden mit einem Wasserschild. Ah, a visitor. Stay a while. Stay forever. I mean, stay as long as you wish. And I will tell you a story of wizards. Just wizards, no vampires. Geil. Once upon a time, in a land known as Midgard, there was the noble order of magic. The wizards of the order lived in a great castle called Aldraheim, where they studied the fine art of spell casting. They often lent a helping hand to the less gifted inhabitants of Midgard, defending them against monsters, running fetch quests, and at times, even saving the world. In time, the Order of Magic began to expand into new frontiers, founding new schools all over Midgard. However, this short time of prosperity would come to a brutal end. An evil presence infiltrated the Order of Magic and sowed the seeds of civil war between the schools, marking the beginning of the legendary Wizard Wars. As the wars raged on, the wizards' numbers dwindled. After dying and being revived countless times, they began to deteriorate. At the end of the wars, only a handful of wizards remained. Blabbering, violent, confused, never invited to parties. Their purpose and sanity undermined. Without their protectors around to accidentally burn the crops, kill all the livestock and incinerate most of the townspeople, the humans rejoiced and entered what came to be known as the Golden Age of Man. In this time of relative peace and calm, the gentle winds of time ruffled the sensitive braids and beards of the seers of the world. The greatest of them all was Nostrir the Soothsayer, and his vision was clear. A child, infused with all the stray magical energies released during the devastating Wizard Wars, had been born somewhere in Midgard. Once of age, this child would possess limitless power over the elements, and thus the ability to make the world a better place, free of suffering for all. But the prophecy also spoke of a shadow. A shadow which intends to seize all of Midgard, and for its first step, it would prevent the child from ever realizing her power. These dark tidings at hand, the handsome teacher Vlad decided to end his well-deserved multi-decade-long vacation and travel back to Castle Aldraheim. There he hoped to find 1 to 4 brave wizards to whom he could give the glorious quest of saving the world! One, two, four wizards. Nice. So, dann schalte ich mich auch wieder hier an. Trollgrube. Je wander quat ihr um Tider et Vips Kastler Puff. Visignate de Aldrheim. Se opportunim. Helped of Kissy Catitro. Helde! Okay. Ja, wir leben. Also als allererstes, wir leben, genau. Wir haben hier irgendwie so eine neue Leiste. Und ich sehe deine Leiste mit. Cool. Ich glaube, ich muss mein Spiel mal kurz leiser, etwas leiser stellen. Kann ich das nicht machen? Meins ist leise genug, glaube ich. Moment, das muss ich mal... Das muss ich in den Menüs machen. Mhm. Hattest du dich gerade im OBS auf stumm gestellt? Ich habe mich nicht im OBS. Die Leute haben mich lachen gehört. Okay. Und dich auch. Ja, bei dir nur, bei mir nicht, weil ich mich stumm gestellt hatte. Magigkeit, was leiser. Achso, das heißt, die Leute haben dich. Ach, egal. Bisschen sehr leise. Okay. Muss ich nur kurz einstellen, es war gerade mich auf einmal. Die Sprachausgabe war sehr schön laut. Aber. Ah. Okay, ich habe eine mächtige mittelalterliche Mission für euch. Rettet die Welt. Atmas Vaterhus.
Bucky Slaughter kann wehwettig mehrig. Okay, irgendwie fehlt da hinten ein Stückchen. Da hat gerade mehr gefehlt. Hier, also das ist eine alte Lektion für Zauberer, die das Element Blitz meistern möchten. Erklimmt einen hohen Berg, klärt eure Gedanken. Hä? Drei, hä? Zing! 14. Okay, da liegt ein Buch, vielleicht ist das was wert. So. Sind das die Magiken, das Element Lebenheit, lebendige ich Wesen? Ich verstehe nicht, das Spiel wird bei mir immer laut und leiser. Toten Wesen schaden zu, außerdem versieht es andere Elemente mit Strahlen. Fortschrittlicher, fortgeschrittener Einsatz, jetzt habe ich nicht lesen können, weil das irgendwie... Okay, wir können wieder Lebensstrahlen wirken. Ja. Und uns ein wenig heilen. Wir können uns sicher wieder selber heilen, indem wir... Ja. Ah, das ist auf die Waffe legen, okay. Mit Rechtsklick ist diesmal angreifen. Okay. Was, mit Rechtsklick ist angreifen? Mit Linksklick ist ja laufen. Steuerung, Rechtsklick ist angreifen. Genau, genau. Aber was ist denn... Ich muss das dann nochmal umlegen nach der Folge. Ah, mittlere Maustaste ist auf uns selber also. Ah, ich habe den Rundum-Zauber gefunden. Wow, man kann sogar den auf sich selbst Zauber länger wirken, wenn man gedrückt hält. Das wusste ich noch gar nicht. Das Spiel ist gerade, glaube ich, unglaublich laut bei mir. Muss mal kurz gucken, dass ich das irgendwie in den Griff kriege. Kennen wir das hier überhaupt, wo wir gerade sind? Moment. Das stürzt mich da jetzt mal nicht in den Tod. So Leute, jetzt ist das Spiel bei euch wieder auch angenehm leise. Okay, haltet mittlere Maustaste gedrückt, bis ihr wieder bei voller Maus... Ach, das steht sogar da. Man sollte das vielleicht manchmal lesen. Das sieht doch aus wie eine Magik, oder? Ja, aber das können wir nicht... Ah, man kann auch sich selbst länger als kurz nur... Ja, habe ich doch gerade gesagt, aber das Spiel ja, wahrscheinlich zu laut. Ich war gerade damit beschäftigt, hier bei mir... Feuerelement kann brennbare Objekte entflammen. Eis schmelzen und nasse Leute trocken. Aus dem Schmerz des... Hellisch. Könntest du es bitte sein lassen? Ich kann mich jetzt noch nicht abtrocknen. Ah, brenn. Ich glaube, ich stand zu weit weg. Hier, mein Spiel hat ein bisschen Delay. Das liegt wahrscheinlich in unserer Verbindung. So, Erde. Mit D ist wieder Erde. Okay, aufladen. Oh, wir haben sogar Ziele diesmal. Guck mal, Bloody. Hallo Goblin, kann ich dich töten? Ja. Du hast mir zwar nichts getan, aber Errungenschaft freigeschaltet, meine Beute. Also bei mir ist es ein bisschen... Was ist das? So wird gezaubert, Kapitel 1. Die Elementen auf dem Bildschirm zeigen an, welche 8 Magik-Elemente zu Zauber kombiniert werden können. Wenn ihr ein Element auswählt, wird es in eure Zauberfolge genommen. 1 von 2. Genau, wir haben jetzt zum Beispiel mal so einen Zauber. Ich weiß nicht, was cool ist, der jetzt gleich machen wird. Ah, cool. Ich habe jetzt einfach mal unsere 3, die wir schon haben, genommen. Ah, ich habe den Stein auf den Kopf geworfen. So, wir haben ein neues Element gelernt. Für sich tritt das Element Wasser in Form von Wasserfontänen oder Wellen auf. Es bewirkt keinen Schaden, durchnässt die Gegner jedoch und löscht Feuer und schiebt Objekte durch die Gegend. So viel zum Thema, es macht keinen Schaden. Ich habe Dampf gemacht. Ah, da unten. Jetzt sieht man, ob man nass ist. Das ist cool. Ah. Ich muss das unbedingt noch auf meinen Tasten umbelegen. Nachher. Das habe ich noch nicht gemacht. Dann wollen wir mal Feuerwehr spielen. Oh, man kann laufen. Und zaubern. Hey, wie das? Einfach weiterlaufen mit der anderen Maustaste. Ich glaube, ich bin gerade ins Feuer gerannt. Oh Gott, mein Spiel ist ziemlich gerade... Und man rutscht, wenn man nass ist. Ich glaube, die Server ist gerade etwas überlastet. Vielleicht liegt es daran. Gerutscht? Ich bin gerade gerutscht, als ich nass war. Ich habe sowieso ein bisschen... Ist hier Kälte? Zurück zu Zauber Kapitel 2. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Zauber zu wirken. Frontalzauber haltet rechts gedrückt. Selbstzauber drückt links, haltet beim Tasten beim Heilen gedrückt. Gebietszauber, könntest du es sein lassen, mich zu töten? Ich töte dich nicht. Und gleichzeitig wieder zu beleben. So, ich wollte den Rest noch lesen. Warte mal, ganz kurz. Was steht da ganz unten? Selbstzauber, genau. Gebietszauber, Shift und mittlere. Waffenzauber, Shift und rechte. Schwingt dann die Waffe. Okay. Bei den meisten Zaubern könnt ihr euch während des Wirkens bewegen. Ja. Oh, was ist das? Okay, was haben wir hier bekommen? Für sich genommen bildet das Element Schild eine Schutzbarriere. Ihr
Kombination mit anderen Elementen wird besonders vielseitig. Oh, keine runden Schilde mehr. Die sind also eckig, genau. Es gibt, also es gibt die komplett nicht mehr. Man kann sie nicht mehr boosten anscheinend. Du meinst, Schild ist schön? Warte mal kurz, muss mal kurz. Wollte okay. Eigentlich? Schild, zack. Ah. Ah, und Schild und Shift gibt das Schild in die Richtung dann durch. Doch, man kann sie boosten, aber es geht um einiges schneller runter. Nee, es gibt. Oh Gott! Ich glaube, die Schilde waren damals viel zu OP. Da ist ein Strahl. So, ich glaube, ich habe die gerade mit ihrem Schild selber getötet. Ah, Selbstzauber mit dem Schild. WTF? Hast du das mal gesehen? Ja, du bist gerade gestorben. Aber wie? So, ich würde sagen, das ist auch eine gute Passage gerade, um die Folge einfach mal fürs Erste zu beenden. Könntest du mich wiederbeleben? Ich kann dich nicht wiederbeleben, ich habe noch keinen Blitz. Ah, verdammt! Ich denke, beim nächsten... Geh mal zu dem Notausgangsschild da oben. Nein, wir machen das jetzt... Achso, ja, doch. Ich guck mal, dass du wiederbelebt wirst. Noch und dann... Gucken. Ah, jetzt werden wir eine Cutscene getriggert, du Arsch. Durch den Informationsbildschirm... Ihr könnt das Punkt... bei lokalen Spielersitzungen pausiert. Ah, okay, also wenn ich ins Menü gehe, wird es nicht pausiert im Multiplayer. Halt mal nicht, drück mal nicht auf die Leertaste. Ach, bei mir steht nur Leertaste. Ihr könnt in Punkt der Herausforderung neue Magix erlangen, indem ihr bestimmte Punktwerte erreicht. Tötet eure Gegner rasch und sterbt selbst nicht, um den Punkte-Multiplikator zu erhöhen und neue Magix zu erhalten. Mal gucken. Ich würde sagen, trotzdem, das war's erstmal. Hier im Ladebildschirm sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin und tschüss. Ja, bis dann, tschüss.